Diese Versuchsfläche in Wels in Oberösterreich steht unter dem Motto: Die schönsten Eichen sucht das Land. Die Baumart Eiche dürfte sehr viel Perspektive in Zeiten der globalen Klimaerwärmung haben. Ja. Und wir sind vor 15 Jahren eher zufällig auf die Eiche gestoßen, weil es uns interessiert hat, ja, wie ist die Eiche, die Baumartverteilung der Eiche in Österreich, wie ist im internationalen Vergleich. So, Herkunftsversuche bauen darauf auf, dass man verschiedenes Ausgangsmaterial an einem Standort testet und Unterschiede herausarbeitet. Die Pflanzen sind jetzt 15 Jahre in Summe alt. Ja. Also die hat ein überdurchschnittliches Dickenwachstum von etwa 12-13 cm, eine Baumhöhe von durchaus 10 Meter aufwärts. Und was aber ganz, ganz wesentlich ist bei den Eichen, ist, dass sie die Qualität stimmt. Und wenn man sich diese Eiche anschaut, zu meiner Rechten, die wächst sehr formschön, sehr geraden Wuchs, einen runden Querschnitt. Die natürliche Astreinigung beginnt einzusetzen. Sie neigt überhaupt nicht zu Zwieselbildungen oder Steilastbildungen. Also alles Parameter, die uns für die Selektion der Eichen interessiert. Aber natürlich wachsen nicht alle Eichen gleich gut und in der gleichen Qualität, sondern wir haben auch Unterschiede und das sieht man auch im Hintergrund. Eichen, wir haben da durchaus Eichenherkünfte auch dabei, die im Wuchs hinten bleiben, schwächer wachsen, aber auch nicht so homogen wachsen. Ja. Zur Eiche muss man sagen, die Eiche ist natürlich in der Jugend eine Baumart, die ja nicht einladend ist. Ja. Sie hat einfach aus ihrer Physiologie her einen Wuchs, der doch eher schlängelnd ist in der Jugendphase, in den ersten 5 Jahren durchaus buschig wirkt, dann doch immer wieder mal Angst und Bange hat, ob das denn dann wirklich was wird. Nur man muss bei der Eiche beruhigen, die Eiche wird von Jahr zu Jahr schöner und auch wertvoller. Ein Problem, wenn man es so benennen will, ist die Saatgutversorgung unseres Landes. Wir haben natürlich sehr begrenzt Eichenbestände in unserem Land stocken. Ja. Und man muss ja auch bedenken, die Eiche, die fruchtifiziert nicht jedes Jahr. Zudem hat die Eiche sehr große Eicheln, ja, also große Samen, ja, die dann auch nicht dauerhaft lagerbar sind. Und so passiert es, dass wir immer wieder in Engpässe kommen mit der Versorgung des nationalen Marktes, weil einfach Eichen nicht am Markt verfügbar sind. Wir haben jetzt erste Schritte gemacht in Richtung Selektion und Züchtung, wo wir gezielt aus den Ergebnissen dieses 15-jährigen Herkunftsversuches die Elite ausgewählt haben und langfristig in Züchtungsprogrammen Plantagen anlegen wollen, ja, um eine dauerhafte und regelmäßige Versorgung unseres Landes mit hochwertigem Eichensaatgut gewährleisten zu können. Besonders erfreulich ist natürlich, dass nach dem aktuellen Stand der Erkenntnisse das österreichische Eichenmaterial top ist, ja, und dass wir den Vergleich mit diesen internationalen Top-Herkünften keinesfalls scheuen müssen. Was uns natürlich erfreut, weil die Baumart Eiche als die Zukunftsbaumart in Zeiten der Klimaerwärmung ist und wir in der Lage sind, mit nationalem Material die zukünftigen Wälder klimafit zu machen.